Und wie gut und ich, Janine und ich uns verstehen, das hört ihr jetzt gleich, weil ich nämlich nichts nochmal sage, außer ein bisschen, was Janine sowieso schon gesagt hat, sondern ich ergänze sie nur. Und da wir auch in unserer Antrittsrede durchaus sagen sollten, was wir jetzt tun, ist es zunächst mein sehr, sehr großer Dank an Katja und Bernd. Ihr habt mich eine ganze Weile meines politischen Lebens, meines sehr intensiven politischen Lebens, gerade in Regierungsarbeit, immer begleitet. Wir konnten uns immer auch gut streiten. Dafür bedanke ich mich, weil im Streit so viel Positives innewohnt, wenn man ihn positiv auflöst. Herzlichen Dank für diese Erfahrung. Zumindest ich für meinen Teil kann sagen, ich werde auf diese Erfahrung aufbauen. Und hätte es euch nicht gegeben, wäre mir todsicher nicht bis hierher gekommen. Vielen Dank an euch. Und ich möchte auch einmal jetzt als Bundesvorsitzende die Gelegenheit nutzen und sie benutzen, Bodo Ramelow zu danken. Bodo Ramelow hat es vermocht, über jetzt fast 7 Jahre ein Bundesland zu führen, mit allen Widrigkeiten, mit allen Widerständen, mit allem, was im Leben auf einen zukommen kann, wenn man Politik macht, auch in dieser Position. Wir sind seit vielen Jahren ein Team und natürlich fühle ich ein bisschen Abschiedsschmerz, auch dieses Team ein Stückchen weit zu verlassen. Wir haben viel erreicht. Wir sind mit 31% ein Landesverband, der es geschafft hat, auch aus der Regierungsarbeit zu wachsen, der es geschafft hat, einen mit faschistischen Stimmen gewählten Ministerpräsidenten wieder aus dem Amt zu bekommen und Bodo Ramelow wieder einzusetzen. Und ich möchte mich bei Bodo, bei meinem Team, bei meiner Fraktion, bei meinem Landesverband bedanken für die vielen guten Erfahrungen, für so viele Emotionen, die wir immer gelebt haben. Und ich hoffe, wir bleiben gemeinsam immer stark. Und jetzt findet auch der Thüringer Weg den Eingang in die Bundespolitik. Jetzt geht es ja darum, was machen wir sehr praktisch. Janine und ich werden sehr schnell die Landesvorsitzenden zusammenholen. Wir werden sehr schnell mit den Kreisvorsitzenden telefonieren, weil es uns natürlich auch darum geht, was wollt ihr eigentlich, was wir jetzt tun? Natürlich haben wir eine eigene Idee, keine Frage. Aber wir möchten euch hören, wir möchten wissen, wo wir noch anders einsteigen können, wo wir euch unterstützen können, wo euch der Schuh drückt, damit wir möglichst schnell reagieren können. Wir möchten gleichzeitig, Janine und ich, dass wir unbelastet, wie wir sind, eine neue Kommunikation in dieser Partei führen. Dass wir Streit nicht als persönliche Beleidigung empfinden, sondern dass es darum geht, Lösungen zu finden für Probleme, die nun einmal auf dem Tisch liegen. Und ich lade dazu herzlich ein. Ich kann nur sagen, dass eine vernünftige Kommunikation mit uns auch die Kommunikation über uns verändern wird. Insofern auch das ein politisches Ziel von uns beiden. Und zu guter Letzt, Janine und ich wurden immer gefragt, was wird denn jetzt eigentlich anders, wenn zwei Frauen die Partei führen? Ja, was wird denn anders? Ich hoffe, dass es uns gelingt, viele, viele Frauen zu ermutigen, in die Partei Die Linke einzutreten, selbst die Politik in die Hände zu nehmen, selbst mit uns zusammen für Frauenrechte, für Feminismus zu streiten, für eine gerechte Welt. Dafür zu streiten, dass es unseren Kindern gut gehen wird, dafür zu streiten, dass wir die ökologische Krise überwinden und dass wir gemeinsam erkennen, dass wir gemeinsam auch mit viel, viel mehr Frauen, die sich trauen, Politik zu machen und die Möglichkeit durch uns dazu bekommen, noch stärker werden als Linke in diesem Land. Und das ist notwendig, weil Millionen Menschen davon abhängig sind, wie wir Politik machen, wie konsequent wir Politik machen und aus welchen Gründen wir Politik machen. Insofern, habt's gut, habt einen guten Parteitag. Wir sind jetzt ein paar Jahre bei euch.